hatte 3 Monate lang nur so auf dem Rücken gelegen, mein Kopf war so verschraubt. Diese Zeit war so gerade etwas überstanden und ich durfte in Anführungszeichen zum ersten Mal ein paar Minuten im Rollstuhl sitzen, das Bett verlassen. Und da war es so für mich die einzig logische Konsequenz, mich an Gott zu wenden. So, wohin sonst? Ja, das war dann so ein Moment, in dem ich trotz der ganzen Kacke grinsen musste und mich freuen konnte und wo ich so einen Frieden empfunden habe, so einen Frieden von innen heraus, ohne irgendwie was durch Leistung mir verdient zu machen, ohne Ablass zu bezahlen oder sonst irgendwas, sondern dass es einfach reine Gnade ist.